Herzlich willkommen zum 34. Video zu den reellen Zahlen. Heute schauen wir uns rationale Zahlen im Exponenten an. Wir hatten schon im Video ganze Zahlen im Exponenten gesehen, dass folgende Gesetze gelten: a hoch 1 ist definiert gewesen als a, a hoch n plus 1 als a hoch n mal a hoch 1, a hoch minus n ist als 1 durch a hoch n definiert. Da muss man aufpassen, dass a nicht 0 ist, weil sonst würde man durch 0 teilen. Und a hoch 0 ist 1. Und heute wollen wir uns angucken, was passiert, wenn 1 durch n im Exponenten steht. Falls im Exponenten der Kehrwert einer natürlichen Zahl steht, dann ist das die n-te Wurzel. Das heißt, für alle a in r, und a muss größer gleich 0 sein, weil nur dann ist die Wurzel definiert, gilt a hoch 1 durch n ist die n-te Wurzel aus a. Und wenn a größer ist als 0, dann ist auch a hoch minus 1 durch n definiert, wieder als 1 durch a hoch 1 durch n. Das heißt also, wenn minus im Exponenten steht, definieren wir das immer als 1 durch. Und wenn wir jetzt ein 1 durch n im Exponenten haben, ist das die n-te Wurzel. Und wieder hier unten bei a hoch minus darf es nie 0 sein, weil sonst würde man durch 0 teilen. Wir gucken uns das bei einem Beispiel nochmal an. Und zwar gilt ja 2 hoch 3 gleich 8, 2 mal 2 mal 2, und daraus folgt 8 hoch minus 1 Drittel. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so offensichtlich, was da als Ergebnis rauskommt, deswegen schreiben wir das mal um. Es ist definiert als 1 durch 8 hoch 1 Drittel. Hoch 1 Drittel ist definiert als dritte Wurzel, weil genau so steht es ja da oben. A hoch 1 durch n ist die n-te Wurzel aus a. In dem Fall ist jetzt n gleich 3. Das heißt, wir ziehen jetzt die dritte Wurzel aus 8. Und weil 2 hoch 3 8 ist und 2 ist größer als 0, ist die dritte Wurzel aus 8 2. Das heißt also, 8 hoch minus 1 Drittel, da kommt ein Halb raus. Schauen wir uns jetzt rationale Zahlen im Exponenten an. Wir nehmen uns also ein q aus den rationalen Zahlen. Und dieses q soll erstmal größer sein als 0. Und dann nehmen wir ein a wieder größer gleich 0 und dann wollen wir a hoch q definieren. Dass a größer gleich 0 ist, ist wieder klar, weil wenn a kleiner ist als 0, dann dürfen wir keine Wurzeln ziehen aus negativen Zahlen. Deshalb muss a größer gleich 0 sein und wir fangen ja mit positivem q erstmal an. Und deshalb kann man q schreiben als m durch n und dann sind m und n beide aus den natürlichen Zahlen. Und dann wäre ja die folgende Definition eigentlich sinnvoll, wenn man sagen würde, naja, wenn ich jetzt ein a hoch q nehme, dann sage ich einfach, ja, weil mein q ist m durch n. Das heißt, ich kann erst 1 durch n sozusagen hochnehmen, also die n-te Wurzel aus a ziehen. Und weil ich dann immer noch ein m oben stehen habe und keine 1, muss ich das Ganze nochmal hoch m nehmen. Das wäre ja eigentlich eine vernünftige Definition. Das würde ja gut zu dem passen, was wir schon haben. Aber es ergibt sich ein Problem. Und zwar haben wir q geschrieben als m durch n, aber was ist denn, wenn wir es einfach schreiben als k durch p? Ja, also zum Beispiel, wenn wir die Zahl 4 Zwölftel haben, können wir also genauso gut auch als ein Drittel schreiben. Und wenn wir jetzt zwei verschiedene Darstellungen haben, ist natürlich die Frage, gilt dann für diese verschiedenen Zahlen auch, dass die n-te Wurzel aus a hoch m das gleiche ist wie die p-te Wurzel aus a hoch k? Also ist es egal, wie wir das q schreiben. Ist tatsächlich die zwölfte Wurzel aus a hoch 4 das gleiche wie einfach nur die dritte Wurzel aus a? Und das werden wir jetzt beweisen, dass das so ist. Wir nehmen uns also k, m, n und p aus den natürlichen Zahlen, sodass q die Darstellung m durch n hat und die Darstellung k durch p hat. Und dann folgt, indem wir einfach multiplizieren, dass m mal p das gleiche ist wie n mal k. Wir multiplizieren einmal p rüber und n rüber, dann gilt diese Gleichheit. Das haben wir auch schon in den Rechenregeln zu den Brüchen gesehen, dass man das machen kann. Und somit gilt also für a größer gleich 0. Was gucken wir uns jetzt an? Wir nehmen die n-te Wurzel aus a hoch m. Das macht ja Sinn, das sollte unsere Definition sein für den Bruch m durch n. Und jetzt nehmen wir das Ganze hoch p. Warum wir das machen, das werden wir gleich sehen. Denn wir können jetzt hier unser Potenzgesetz benutzen, das wir schon gezeigt haben. Für natürliche Zahlen im Exponenten gilt, wenn wir erst die eine hochnehmen und dann die andere, dann kann man auch das Produkt nehmen. Das heißt, das ist das gleiche wie die n-te Wurzel aus a hoch m mal p.
Das Ganze können wir jetzt umschreiben, weil wir haben ja gesehen, m mal p ist das gleiche wie n mal k. Das heißt, wir können hier die n-te Wurzel aus a hoch n mal k schreiben. Und jetzt genau das gleiche Gesetz wieder andersrum benutzen. Wenn man ein Produkt im Exponenten hat, dann kann man auch erst den einen Faktor hochnehmen und dann den anderen. Das heißt, das ist das gleiche wie die n-te Wurzel aus a hoch n und das Ganze hoch k. Und jetzt benutzen wir, dass n-te Wurzel a hoch n einfach a ist, denn wenn man die n-te Wurzel aus a ja gezogen hat, dann war das ja genau die Zahl, die hoch n genommen wieder a ist und gleichzeitig noch größer gleich 0 sein muss. Das heißt, wenn wir die n-te Wurzel aus a hoch n nehmen, dass da a rauskommt, das folgt direkt aus der Definition. Also da gibt es nicht viel zu zeigen. Das heißt, hier kommt a hoch k raus. Und jetzt nehmen wir noch einen anderen, genauso komplizierten Ausdruck und versuchen den wieder auf a hoch k zu bringen. Und dann haben wir die Gleichheit der beiden Ausdrücke. Und was wir jetzt nehmen, ist nur diese Darstellung, wenn k durch p unser q ist und das auch wieder hoch p. Was passiert in dem Fall? In dem Fall kann man wieder k hoch p als k mal p schreiben. Jetzt kann man k mal p zu p mal k machen. Das ist einfach das Kommutativgesetz, das dürfen wir hier benutzen. Und dann können wir das wieder in diese Schreibweise schreiben, dass wir jetzt zuerst hoch p und dann hoch k rechnen. Und da wir das jetzt haben, ist wieder klar, p-te Wurzel aus a hoch p, das ist wieder a, also kommt hier auch a hoch k raus. Und jetzt sind diese beiden Ausdrücke hier ja auf jeden Fall größer gleich 0. Warum? Unser a war größer gleich 0. Wenn wir die Wurzel aus einer größer gleich 0 Zahl ziehen, egal welche, ob es die n-te, p-te ist, da kommt immer wieder eine Zahl raus, die größer gleich 0 ist. Und wenn wir die nochmal mit sich selbst multiplizieren, dann kommt wieder eine Zahl raus, die größer gleich 0 ist. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall Ausdrücke, die sind größer gleich 0, die beiden roten. Und jetzt folgt aus der Eindeutigkeit der Wurzel, dass diese beiden Ausdrücke auch gleich sind. Und dann haben wir genau das, was wir haben wollten. Wir haben zwei Darstellungen, einmal q als m durch n geschrieben, einmal q als k durch p geschrieben. Dann ist es also egal, ob wir die n-te Wurzel ziehen und das hoch m nehmen oder ob wir die p-te Wurzel ziehen und das hoch k nehmen. Das ist identisch. Das heißt, wir können jetzt für ein q aus den rationalen Zahlen, für das m mal n hoch minus 1 größer ist als 0, also dass diese Darstellung m durch n hat, die m und n sind dementsprechend aus den natürlichen Zahlen, und für ein a größer gleich 0, für das können wir a hoch q definieren als die n-te Wurzel aus a hoch m. Und was wir genauso wieder machen, ist für a größer 0, weil jetzt dürfen wir natürlich wieder die 0 nicht haben, definieren wir a hoch minus q als 1 durch a hoch q. Fassen wir nochmal alles zusammen. Wir hatten die vier Gesetze schon für die ganzen Zahlen gesehen. Jetzt gilt noch a hoch 1 durch n, das ist das gleiche wie die n-te Wurzel aus a. A hoch minus 1 durch n ist 1 durch a hoch 1 durch n. A hoch q ist die n-te Wurzel aus a hoch m. Und a hoch minus q ist 1 durch a hoch q. Was wir jetzt aber noch machen können, ist, wir haben eine Menge Regeln jetzt aufgestellt, aber einige sind schon in anderen enthalten. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel diese beiden hier angucken, dann enthält die grüne Regel bereits die rote. Weil wenn wir m gleich 1, was ja erlaubt ist, weil m aus den natürlichen Zahlen ist, bei dem grünen Teil einfach m gleich 1 setzen, dann kriegen wir genau den Fall oben, weil dann haben wir im Exponenten 1 durch n stehen und m ist 1, also alles, was wir hoch 1 nehmen, ist das, was drinsteht, dann haben wir die n-te Wurzel a wieder. Und die Zulassungsbeschränkung, also dass es für alle a in den reellen Zahlen angeht und für a größer gleich 0, die ist für beide gleich, also sind die gleichen Zahlen zugelassen. Das heißt, die Regel ist tatsächlich eine echte Erweiterung, also können wir uns die rote Regel sparen. Genauso ist das in dem Fall. Auch hier wieder, wenn m gleich 1 ist, ersetzt die grüne Regel die rote. Also können wir auch die weglassen. Auch hier ist wieder die Zulassungsbeschränkung die gleiche. Wir dürfen nur positive reelle Zahlen nehmen. Und jetzt haben wir noch etwas, was wir vereinfachen können. Und zwar haben wir diese beiden Regeln ja mit diesem a hoch minus n ist 1 durch a hoch n. Das gilt jetzt ja für a größer 0 für beliebige Brüche, also insbesondere auch für natürliche Zahlen. Und wenn es aber negativ ist, oben ist es ja für a in r ohne 0 zugelassen, dann gilt auch noch das mit dem n. Das heißt, wir können hier a in r ohne 0 ersetzen durch a kleiner 0. Und jetzt haben wir nur noch 6 Regeln und die kann man jetzt auch noch übersichtlicher aufschreiben. Das mache ich jetzt nochmal und dann haben wir eine Folie, wo alle ordentlich beisammenstehen. Also, wir nehmen ein a aus den reellen Zahlen, wir nehmen m und n aus den natürlichen Zahlen,
Schreiben Q als m durch n, dadurch ist es automatisch größer als 0. Dann gelten a hoch 0 ist 1, a hoch 1 ist a, a hoch n plus 1 ist a hoch n mal a hoch 1. Das sind die, die immer gelten für alle reellen Zahlen. Dann, wenn a kleiner ist als 0, dann darf ich auch einen natürlichen Exponenten negativ oben hinschreiben, weil das dann einfach definiert ist als 1 durch a hoch n. Wenn a größer gleich 0 ist, weil ich aus negativen Zahlen keine Wurzel ziehen darf, muss ich größer gleich sein, ist a hoch q definiert als nth Wurzel a hoch m. Und wenn a größer ist als 0, dann darf ich sogar das Negative von beliebigen rationalen Zahlen in den Exponenten schreiben und dann habe ich 1 durch a hoch q. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat und ihr disliked, schreibt mir bitte Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und dann viel Spaß mit weiteren Videos und bis zum nächsten Video. Tschüss!